dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Vielen Dank der Abordnung der Musikkapelle für die besinnliche Einstimmung. Ich darf die Gelegenheit nutzen und mich sehr herzlich bei allen Hausbesitzerinnen, bei den Krippenbauerinnen bedanken für die entgegenkommende, sehr unkomplizierte Zusammenarbeit. So ein Projekt wäre allerdings nie möglich, gäbe es nicht die vielen Frauen unserer Goldhaubengruppe, die das ganze Jahr hindurch völlig uneigennützig freiwilligen Arbeit leisten. Danke sehr dafür. Gleichzeitig muss ich mich entschuldigen bei Ihnen, wenn wir Goldhaubenfrauen einladen. Dann sind Sie es natürlich gewöhnt, dass wir Sie kulinarisch umsorgen, versorgen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist es halt leider nicht möglich. Ich kann Ihnen aber, darf Ihnen verraten, der Kulturverein Stadtland Flund hat eine kleine kulinarische Überraschung dann später für Sie vorbereitet. Wenn Sie dann durch die Stadt wandern, haben wir für Sie Pläne, damit Sie keine Krippen übersehen. Wenn Sie durchwandern, nehmen Sie eine Zeit, schauen Sie Ihnen die vielen Details der Krippen an. Sie sind mit so viel Liebe, mit so einer tollen Handwerkskunst hergestellt. Es gibt Beschreibungen über die Künstler von der Krippe. Beim Mattal, beim Karner gibt es für Sie Gedanken rund um die Weihnachtszeit zur Krippe. Ich darf Ihnen jetzt für das kommende Jahr bereits einen guten Rutsch wünschen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Zuversicht, Lebensfreude und vor allem bleiben Sie uns Goldhaubenfrauen gewogen. Vielen, vielen Dank.